Während wir noch warten, dass diese Präsentation lädt, möchten wir euch das Projekt vorstellen. Wir haben das Projekt Highway to Hallucination gemacht. Und darin geht es so ein bisschen darum, dass ein Agent merkt mit der Zeit, dass vielleicht einige seiner Erinnerungen nicht ganz mit der Realität übereinstimmen. Und dann muss er sich die Frage stellen, was ist jetzt echt und was ist fake? Eben wie ihr vorhin schon gehört habt, unser Spiel heißt Jake Brooks Highway to Hallucination. Ja, in dem Spiel geht es darum, dass ein Agent ist auf der Suche nach der Wahrheit. Aber was ist wahr und was ist falsch? Und ist vielleicht die altbekannte Wahrheit sogar eine Lüge? Ja, er weiß es halt nicht so genau, weil er hat auch psychische Probleme. Leicht. Genau, also wir haben das ganze Spiel in C++ programmiert und dabei Qt benutzt. Das ist eine Bibliothek für C++, um Fensterprogrammierung zu vereinfachen. Zusätzlich haben wir GarageBand für die Musik benutzt, Paint.net für die Bilder und GitHub, um den Quellcode zu verwalten. Also das Spiel geht darum, dass in den 1950ern in New York ein Attentat auf den Agenten Jake Brooks verübt wird. Aber durch einen glücklichen Zufall überlebt er dieses und eine spannende Verfolgungsjagd mit Intrigen und Verschwörungen und anderen Dingen, die uns leider die Zeit gefehlt hat, beginnt. Ja, wir hätten gerne noch mehr gemacht, wie man vielleicht schon erahnen konnte. Eine umfangreichere Story wäre schön gewesen, Animationen auch, natürlich Vertonung. Genau. Also die Aufgabenverteilung sah so aus, dass Tobias die Texte und die Bilder geschrieben hat. Raphael hat die Texte mitgemacht und den Großteil der Musik gemacht und ich habe den Hauptteil der Programmierung übernommen. Das ist jetzt noch ein kurzer Ausschnitt aus dem Spiel. Das ist ein Text-Adventure und in diesem Teil hier hat es nicht so extrem viele Entscheidungen, also eigentlich fast gar keine, aber in einem späteren Teil hat es dann noch mehr Entscheidungen, wo man entscheiden kann, was man macht. Mit dieser kurzen Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es geht zum weiteren spannenden Projekt.